Es ist soweit, der Herbst ist da, das heißt Kürbiszeit. Und viele haben so ein bisschen, ja, vielleicht Respekt oder Angst vor Kürbissen, müsst ihr aber nicht haben. Ich zeige euch mal im Überblick die 7 bekanntesten Kürbisse hier in Deutschland oder die 7 meistgebrauchten Speisekürbisse. Kürbisse sind ein unheimlich vielfältiges Gemüse. Man kann sie gebraten, gedünstet, gebacken, sogar roh essen. Und was allen Kürbissen gemeinsam ist, sie haben unheimlich viel Vitamine, zum Beispiel A, C, D oder E, aber natürlich auch Alpha- und Beta-Carotin. Beta-Carotin sorgt zum Beispiel für die charakteristische Farbe von Kürbissen. Wir kennen alle die Halloween-Kürbisse, das ist reines Beta-Carotin, was auch in Möhren drin ist. Zusätzlich haben die Kürbisse natürlich noch ganz viel Kalium, Calcium und Zink, was der Körper einfach braucht. Und gerade in der kalten Jahreszeit ist das ein unglaublich wichtiger Rohstofflieferant. In Deutschland gibt es über 800 Kürbisarten, die man essen kann, aber ich zeige euch hier heute die 7 beliebtesten. Das wären die Bischofsmütze, der Butternusskürbis, der Hokkaido-Kürbis, der Jack B. Little, quasi der Halloween-Kürbis, der Muskatkürbis, der Pattinson-Kürbis und der Spaghetti-Kürbis. Wenn ihr wissen wollt, was man aus dem und seinen Kollegen so alles machen kann, checkt meinen Kanal.